Und herzlich willkommen zurück. So, wie wir sehen, bin ich ja am Bett. Ich habe ein bisschen ab und zu gepennt, ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen was abgebaut, also ein bisschen von allem etwas, damit wir wieder weiter vorankommen. Denn das ist auf jeden Fall eine nervige Aktion, immer das wegzubauen. Hier habe ich den Weg, den wir da hinten hin haben, da zu unserer Baumfarm, habe ich hier rechts rum hingezogen zu unserem Quarry-Loch, ach, unser Quarry-Loch, unser Turtle-Loch, was wir damals gezogen haben, wo ich Erdeschicht schon drüber hatte. Habe ich mir sozusagen jetzt hier was Kleines gegönnt. Und das hingebaut. Hier soll später dann die Smeltery rein. Und um die Smeltery dann, wie gesagt, weiterzumachen, brauchen wir jetzt erstmal gleich Holz, massig. Und andere Materialien, die wir uns jetzt erstmal herstellen. Und zwar, das kann weg, das kann weg. Das kann weg, Erde kann weg. Die Pflastersteine, genau. Wo wollte ich die denn hin tun? Die kommen ja noch da hinten hin, genau. Wir sind ja gerade hier. Da seht ihr, ich habe jetzt noch zwei Schmetterlinge dazu bekommen. Halt immer so, wenn nebenbei was war, halt eben kurz die Schmetterlinge eingesammelt. Damit wir halt für späteren Verlauf ein paar mehr haben. So, diese Cobblestone hier schon mal reinpacken. Mehr habe ich gerade nicht. Was war das denn für ein Verlauf? Weil ich muss auch auf die Folgen drauf achten, denn wenn ich jetzt hier drauf gucke, haben wir jetzt schon den 25. wieder. Meine Güte. Unglaublich. Es kann natürlich wieder passieren, wenn ich wieder vergesse, den geplanten Modus einzuschalten bei YouTube. Dass das natürlich wieder alles mies wird hier und dann gehen mir 5 Tage flöten. Das habe ich dann aber auch, wie gesagt, erst dann zu spät bemerkt. Modame Lerche, die habe ich jetzt auch sozusagen keine Lust zu analysieren. Mir geht's eigentlich. Warum ruckelt das denn so viel bei den Bienen? Ja, klar, die Gatter arbeiten und die Bienen und dann die Bäume noch hier, das arbeitet alles. Komisch. Ne, ich wollte gucken, ob hier vielleicht noch an der Lerche jetzt schon was passiert ist, aber ist noch nix. Doch da. Aber nur Lerche. Verdammt. An der Kirsche ist noch nix. Das dauert auch noch einen Moment, glaube ich. Ich weiß noch nicht mal, doch hier sind welche. Aber das kann sich alles noch hinziehen. Ist ja auch eigentlich egal. Wir haben da Zeit für. Die mit den Bäumen wird auf jeden Fall noch ein paar Folgen dauern. Also. Das wird jetzt hier kein langweiliges Projekt. Oh, falsche Kiste. So, hier rein. Wie gesagt, die werden entweder zu Plant Balls oder unten einfach in die Biomasse reingepackt, wo ich dann halt ein paar Trichter drauf zimmer. Was dann natürlich ein bisschen besser dann laufen sollte. So, den Raum habe ich gefertigt. Genau, jetzt können wir noch vorne hin. Da bin ich ja wieder vorbeigelaufen, wie immer. Wieder verpeilt irgendwo hinlaufen hier. So. Ist der Mörtel auch fertig und es gibt verdammt viele Level, muss ich ja sagen. Wenn wir jetzt drauf gucken, Level 14, Level 17, Level 18. Also wir bekommen einige Level dadurch. Wenn man ziemlich klein noch ist, dann kann man sich da schnell ein paar Level mit zusammen farmen. Ich habe jetzt schon welche rausgeholt. War denn da oben noch hier drin? Genau. Wenn wir das halt, wie gesagt, öfters machen und da wir auch öfters davon welche brauchen werden. Lohnt sich das auf jeden Fall, da viele von zu produzieren. So. Das ist auf jeden Fall schon mal geschafft. Da müssen wir gleich da hinten zu unserer Werkbank, wo wir das gespeichert haben. Und dann würde ich sagen, nehmen wir hier ein bisschen Holz mit. Obwohl ich nur. Ich brauche gar nicht so viel. Ich bin nämlich gerade überlegen, kann ich denn nicht sogar Sticks craften? Ja, nee. Habe ich natürlich wieder nicht gemacht. Aber davon habe ich genug. So. Und dann brauchen wir normales Holz. Dann bekommen wir nämlich diese Schablonen hier raus. Denn wir werden da jetzt auf jeden Fall mit anfangen. Machen wir nochmal, ich glaube 4 Stück brauchen wir nochmal extra. Dann brauchen wir jetzt einmal das. Da bekommen wir einen Stanztisch. Da bekommen wir direkt auch das zweite Buch. Dann machen wir das hier. Teilbauer haben wir dann. Da werde ich auf jeden Fall den größeren von machen. Dann brauchen wir jetzt ein paar Schablonentruhen. Da sage ich nochmal, glaube ich, mal 6 Stück hier. Zwei davon. Das. Es fehlen noch Tische, sehe ich. Eine Werkbank, genau. Da fehlt noch eine Werkbank bei. Uah. Gib mal her, so. Ich glaube, jetzt habe ich alle Tools. Wobei ich den einen noch ein bisschen erhöhen werde. Da brauchen wir nämlich drei von den Dingern hier. Und da bekommen wir gleich auch das andere Buch.
Ich glaube, die mächtige Schmelzerei soll das heißen, nach diesem komischen Buchstaben. Ist immer so ein bisschen komplizierter gehalten. Und glaube, vier von den Dingern. Da können wir nämlich gleich mal umschalten. Dann seht ihr das, was ich da nämlich. Beziehungsweise ich mache eine verbessertere Toolstation. Okay, das war es jetzt nicht. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt das erste Buch hätten, beziehungsweise das kriegt man ja mal am Anfang. Und damit direkt angefangen hätte, hätte man sozusagen den Mathswert ersparen können. Man hätte einfach nur viel Lava haben müssen. Aber. Achso, ich muss den mit dem breiten. Mit der breiten Fläche reintun. Okay. Da. Da bekommen wir nämlich gleich einen verbesserten Tisch. Und das wollte ich jetzt nicht hier oben hinsetzen, sondern wirklich nach unten hin. Dafür müssen wir aber auch noch ein bisschen was anderes tun. Das machen wir auch gleich sofort. Tun wir mal das dahin. Also das kann erstmal hier rein. Und ich brauche, glaube ich, das Buch und das. Und wenn wir jetzt mal reingucken, habe ich ja euch gezeigt hier das mit der mit den Steinen da mit dem Mörtel. Dann bekommen wir auch diese Steine raus. Da können wir uns nämlich was kaufen. Einerseits die Steine, den Schmelzkern, beziehungsweise die Schmelzereikern. Und wenn wir dann nochmal ein bisschen umschalten, sehen wir, dass wir die Bücher auch wieder craften, falls wir die verloren haben. Und dann halt man natürlich das zweite Buch, wo die Modifiers und Materialien drin sind. Und ich will eigentlich auf das dritte Buch. Und da sieht man, wie man eine Anfangsschmelze baut, was man alles für braucht. Und hier sieht man das auch. Hier sieht man noch ein bisschen Mixmaterialien. Da ist nochmal das mit dem Mörtel. Und jetzt kommt das mit den Steinen, was wir alles brauchen. Das ist, glaube ich, der Schmelzausguss. Den Tank. Gläser noch. Hier nochmal Fenster. Dann der Ausgusshahn. Tische oder gleich einen ganzen Block rausschmelzen und noch ein paar flüssiges Zinn. Das flüssige Glas, darauf will ich hinaus. Deswegen baue ich die jetzt auch. Dafür brauche ich aber wie gesagt erstmal unten Platz und das muss ich erstmal raus haben hier. Normales Glas oder so habe ich bestimmt noch irgendwo. Glas, Glas, Glas. Oh, auch nicht mehr viel. Eieiei, da müsste sich was schmelzen. Brauche ich ja sowieso allgemein Glas. Denn wenn ich jetzt mal gucke, ich glaube nicht, wenn ich jetzt hier, ich glaube Rohr muss ich eingeben, weil ich auf Deutsch habe. Kann ich denn... Schaue ich mal. Ich glaube nicht, dass ich das anders craften könnte. Also mit einem anderen Material. Ne, scheint nicht so zu funktionieren, wie ich es gerne hätte. Ne. Ne, 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 ne. Strukturpipe, ja gut. Blasrohr, okay. Orangenes Kabel, Rohrkolben, ja. Ob man es braucht oder nicht, ich weiß es nicht. Brauchen wir, wie gesagt, normales Glas und dann müssen wir das jetzt hier mal eben hier reinschmeißen. Dann müssen wir erstmal das eine Rezept reinspeichern, damit wir die Steine haben. Dann brauchen wir das Rezept dafür, damit wir den Schmelzkern haben. Wie eine Truhe angeordnet bekommen wir den. Das ist der Schmelzkern, da ist der Ausguss. Jetzt müssen wir noch genau den Zapfhahn. Und jetzt kommt mein Glas zum Einsatz, was ich immer gern benutze. So, so, so. Wo ich halt eine Tankanzeige drin habe. Dann machen wir nur eins, zwei, dann brauche ich auch nicht mehr. Jetzt brauche. Achso, ich muss ja noch genau. Zack, 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 zack. Einmal den Gusstisch und einmal das Becken hingezimmert. Ich werde aber mit den Gusstischen arbeiten. Oder in Blöcken. Bin ich mir überlegen, was ich da wirklich von mache. Da könnte ich auch mit Computercraft arbeiten und wenn ich mehrere Sachen schmelze, wie zum Beispiel dieses Kies oder so. Dann kann ich das mit Computercraft machen und andere Materialien rausbekommen. Kies, Gold. Da brauche ich nicht so viel Schmelzereien machen, sondern steuere das alles, welches ich dann betätigen möchte. Das wäre jetzt gar nicht so schlimm. Dann machen wir daraus 6 Stück. Den lassen wir hier drinne. Dann brauchen wir davon 5 noch. Dann brauchen wir davon 5 noch. Und jetzt brauchen wir massig von den Steinen hier. Wenn ich das jetzt so sehe. Da können wir auch gleich voll machen, jo. Das lasse ich jetzt mal alles drinne. Da brauchen wir nämlich für später. Wir sehen alle Steine weg, also da
Brauchen wir noch mehr von für später, wenn wir noch eine zweite Schmerzerei oder etc. machen wollen. So. Gib mir erstmal so vieles. Gib mir erstmal ein paar Stacks hier. Gib mir mal davon welche. Dann sollte das schon funktionieren. So. Ab nach unten. Können wir, wie gesagt, wirklich einen Computer machen, das mit Touchscreen auch laufen lassen und dann für jedes Ding eine einzelne separate Ansteuerung. Das wäre ja gar nicht so übel. Oh. Das soll aber hier nicht hin. Wie gesagt, den Raum werde ich jetzt so ein bisschen hier mit euch noch ein bisschen vorbereiten. Und dann soll er eigentlich dann auch fertig werden beim nächsten Mal, wenn wir dann hier wieder zustoßen in der Folge. Da halte ich, wie gesagt, das mit dem Bauen jetzt ist hier nicht so das Wilde. Möchte halt dann mehr auf das Technische eingehen. Und wenn wir dann halt ein paar Gebäude für den späteren Sinn halt ein bisschen für Deko bauen und uns sozusagen die eigene Stadt noch ein bisschen mit mittelalterlichen Kram verschmelzen, sieht das bestimmt auf jeden Fall klasse aus. Oder halt unsere Umgebung halt ein bisschen umgestalten. Aber das soll halt dann in meinem Verlauf dann sein und mal schauen, wie ich dann da vorankomme. So. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Und werde dann bestimmt hier so Lampen reinziehen. Von den Redbower-Lampen. Da muss ich aber mal schauen, welche. Das weiß ich noch nicht. Entweder weiße, grüne oder sowas. Dass es halt auf jeden Fall auffällt. Von den Lampenfarben. Deswegen mache ich auch nicht Monster, weil es jetzt gleich extrem dunkel wird, wenn ich jetzt hier so weit arbeite. Und das soll es ja nicht sein. So. Ich glaube, wenn wir das so machen, geht das ein bisschen schneller. Na. So. Weil in der Zeit können dann die Bienen die Bäume auf jeden Fall weitermachen. Und wenn ich dann den Raum fertig habe, haben wir dann sozusagen die Schmelzerei, wo wir halt dieses Kies immer einbringen können. Dann Computer runtersetzen, ein bisschen programmieren. Das soll ja eigentlich nicht das Problem sein, weil es macht auf jeden Fall Spaß, das Programmieren für mich. Ich mache ja auch zum Beispiel mit CentOS und Co. immer viele Videos da und da haben wir ja auch diese Query programmiert, beziehungsweise ein Programm davon aufgeschnappt und das dann noch ein bisschen erweitert, beziehungsweise modifiziert. Und da sitzen wir immer gern hinter. Also alle Programme, die ich hier verwende, sind auf meinem Mist gewachsen. Also wenn da Fragen sind oder die gern verwendet werden möchten, einfach anschreiben. Gebe ich gerne raus, aber sonst als Link nicht so mein Fall, weil ich muss das natürlich dann immer, muss ja für mich auch sehen, oh, da siehst du, das wollen Leute haben. Und nicht nur einfach aus Protest nehmen und kein Danke etc. sagen, sondern einfach mal nachfragen. Da bekommt das jeder schon, da habe ich ja kein Problem mit. Nur ich sehe es ja da nicht, ob es verwendet worden wird oder sowas. Nein. Gott sei Dank habe ich den Magnet an. So. Ja, jetzt wird es auch langsam so dunkel hier drinne. Ja, 2 Minuten ist noch ungefähr. So. Ich glaube, da lasse ich auch komplett Holz drinne. Für unten reicht das immer, sieht das immer ganz okay aus. Da brauche ich jetzt keinen extra Stein oder irgendwas anderes benutzen. Ja, da müssen wir, wie gesagt, auch die Lampen reinsetzen, weil sonst passiert dieser Schatten hier und den will ich ja eigentlich nicht haben. Aber dann so ist der Raum etwas größer und kann besser angesetzt werden. So, jetzt schaue ich mal gerade, da die Smelterie ja dann sonst zu klein wäre, müsste ich vielleicht noch ein, zwei Etagen runtergehen. Und die irgendwie so in eine Nische reinbauen. Da würde ich aber wirklich einen anderen Stein benutzen. Weil ich will auch dann die anderen Materialien unten hinsetzen. Warte mal, wo sitzt denn jetzt der? Der sitzt jetzt da. Das heißt, ich müsste das andere sowieso dann auch mit runtersetzen. Plopp. Jetzt habe ich natürlich keinen Stein mehr, aber ich schau mal gerade, was sagt denn eigentlich die Wolle? Oh. Entweder stoppen wir sie da hinten oder recyceln oder schmeißen die einfach mal in den Müll. Wenn da genug von da sind. Ja, werden wir ja sehen. Also, das soll jetzt noch kein großer Akt werden, dass wir das hinkriegen. Ich denn kein Cleanstone, ich habe massig, ich glaube, es ist von da. Diese Steinziegel nehme ich doch immer gerne auch noch. Nehmen wir gleich mal 4, 6 mit. Blub, blub. Oh, ich sehe was auf der Karte. Immer wenn die Fragezeichen auftauchen, weiß ich, dass hier ein Schmetterling ist und ich muss hinten aus dem Computerraum raus. Oder? Da ist er. Schmetterlingjagd. Immer schön sneaken und dann versuchen mit Rechtsklick den Schmetterling einzusammeln. Und so ist es auch passiert. Was haben wir denn diesmal? Red Admiral. Nice. Auf jeden Fall eine geile Jagd immer.
Ich jage da meist noch 1, 2 Minuten hinterher, damit ich allein die Schmetterlinge bekomme. Aber ich würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash und tschüssen.